Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben wieder ein Video zugesandt bekommen mit einer heiklen Szene auf der Autobahn. Mit dabei ist ein Porsche-Fahrer und ein LKW-Fahrer. Ja, und dass die beiden sich nicht so ganz so gut auf der Autobahn verstanden haben, erklärt sich von selbst, sonst wäre dieses Video hier nicht auf meinem YouTube-Kanal. Und der gute Kevin, so heißt der Berufskraftfahrer, der Kollege, der hat mir das Video zugesandt. Wenn du mir auch ein Video von deinen Erlebnissen auf der Autobahn zusenden möchtest, die wahrscheinlich nicht so toll sind und spektakulär sind, dann melde dich doch einfach bei mir auf Instagram hier eingeblendet, schreib mir eine Nachricht und sag, hey, ich habe auch was erlebt, ich würde dir gerne was zusenden. Ich werde mich da mit dir in Verbindung setzen, du erklärst mir ganz kurz, worum es da geht und ruckzuck bist du in meinem Format. Also, was ist eigentlich passiert? In der Vergangenheit war es so, den Formaten, dass viele Zuschauer gesagt haben, hey, was ist denn eigentlich davor passiert? Weil man sieht ja immer nur die eigentliche Situation mit dem Autofahrer, der zum Beispiel die Flaschen auf die Autos geworfen hat, wird hier oben nochmal angepinnt, der Kollege da aus England. Und deswegen habe ich den Kevin auch per Instagram geschrieben, hast du bitte den Clip, bevor der Porsche kommt? Das werdet ihr gleich sehen. Kevin hat natürlich nicht damit gerechnet, dass er in meinem Format hier sein soll. Deswegen hat er nur die eigentliche Tat abgespeichert. Und das ganze Szenario davor wurde von der Dashcam überschrieben. Er hat mir aber dazu ein paar Zeilen geschrieben, was denn hier eigentlich passiert ist. Er schrieb, also ich fuhr auf der A92 Fahrtrichtung Deggendorf zwischen der Abfahrt Ballersdorf. Vor mir war, wie ja noch zu erkennen ist, ein Sattelzug, der deutlich langsamer war. Ich ließ den fließenden Verkehr durch und vergewisserte mich, dass ich zum Überholen ausscheren kann. In circa 1 Kilometer Entfernung war erst wieder eine kleine Kolonne von Autos. Als ich in meinem Überholvorgang war, sprintete der Porsche-Fahrer mit mehrmaliger Lichthupe nach vorne auf mich zu und fing an zu drängeln. Ich überholte zügig und scherte auch frühzeitig und zügig wieder ein, wie auf dem Video auch zu sehen ist. Doch dann ging das Theater los. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal dieses Theater. Das Faszinierende an diesem Clip ist, es kam tatsächlich zu einem Aufprall. Die haben sich berührt. Aber was danach passiert ist, ist einfach krass. Aber wir fangen erstmal ganz normal an mit dem Video. Ja, Tatort des Geschehens ist die A92 bei München Richtung Deggendorf, Höhe Ballersdorf. Ja, wie ihr sehen könnt, überholt Kevin recht zügig den LKW und zu diesem Zeitpunkt muss der Porsche schon hinter Kevin sein. Natürlich wild mit der Lichthupe am Machen und Kevin ist jetzt fast an dem LKW vorbei und zieht jetzt gleich rechts rüber und dann geht hier die Reise los. Servus auf die Straßen. Wir haben die A7 für euch. Ulm Richtung Würzburg. Was ihr hier gerade gehört habt, ist der Notbremsassistent von seinem LKW. Und hier muss es zum Aufprall gekommen sein. A99 aus dem Baron München Richtung Nürnberg zwischen dem Kreuz München Süd und Kirchheim bei München. Stau an einer Baustelle. Da braucht ihr eine. Was ich mich immer frage bei diesen Menschen ist, die haben es doch so eilig, die haben es doch so eilig. Aber die Zeit, den LKW auszubremsen, ihn zu nötigen, die nehmen sie sich dann, ne? Die Zeit haben sie dann.
Berücksichtigt bitte immer, dass man als Lkw-Fahrer, Schrägstrich-Lkw-Fahrerin, hier echt verzweifelt ist. Man ist zu einem Autofahrer hier komplett schutzlos ausgeliefert. Man wird die ja nicht los. Daher fährt man da mal links rüber, mal rechts rüber. Aber wenn du so einen hartnäckigen Dude wie den da vor dir hast, du wirst den nicht los. Du kannst dich nicht wehren als Lkw-Fahrer, ja? Bedenkt bitte, nochmal fürs Gedächtnis, das alles hier nur, weil Kevin überholt hat und weil er mit seinem Porsche nicht durchstarten durfte. Das ist der einzige Grund, das müsst ihr euch mal überlegen. Also das war die Szene und wir kennen das, jeder Lkw-Fahrer kennt das, man überholt und von hinten kommt ein schnelles Auto, denn es war kein Tempolimit da auf dieser Autobahn und der Porsche-Fahrer wollte natürlich seinen Porsche halt voll die Sporen geben. Aber wir können ja nicht unser Röckchen heben auf Zehenspitzen und dann beiseite, nur weil jetzt da ein Auto angeballert kommt. Das geht nun mal nicht mit dem LKW, da muss man halt mal warten. Das Faszinierende ist, bei diesem, als er sich vor Kevin gesetzt hat und ihn ausgebremst hat, haben die sich tatsächlich berührt. Das heißt, der Porsche ist gegen den LKW gefahren. Übrigens, Kevin nochmal, wenn du das siehst, Shoutout an dich. Du hast ja nicht einmal geflucht, man hört so ein bisschen die Musik. Ich habe das weggemacht wegen GEMA, aber man hört im Originalton sein Radio. Aber Kevin sagt gar nichts. Normalerweise würde man fluchen und Dings und ich müsste piepen, und aber gar nichts. Kevin war einfach gechillt und der Porsche ist dann so weit zurück, dass sie tatsächlich sich berührt haben. Das könnt ihr ja auf diesem Bild sehen, das ist sein Kennzeichen. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen, okay, wie ist das Ganze ausgegangen? Die haben sich ja dann wahrscheinlich auf dem Parkplatz getroffen, die Polizei ist gekommen und wie ist das Ganze ausgegangen? Die Antwort ist ganz einfach. Es ist überhaupt nichts weiter passiert. Auf dem Video sieht man dann, wie der Porsche einfach durchzieht und ist weg. Ich meine, der Porsche muss ja auch gemerkt haben, dass die sich berührt haben. Und so ein Porsche ist ja auch nicht günstig. Aber er ist abgehauen. Und das ist ja eigentlich Fahrerflucht. Würde ich jetzt mal als Laie behaupten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Aber wenn es da zu einem Zusammenstoß kam, und dann ist es eigentlich dann ja ein Verkehrsunfall. Ein leichter zwar. Er hätte eigentlich mit anhalten müssen, aber er ist einfach abgehauen. Kevin hat keine Anzeige gemacht und der hat auch keine Anzeige gemacht. Und wisst ihr auch, warum der Porsche keine Anzeige gemacht hat? Naja, wenn man diese Bilder so sieht, dann ist es, glaube ich, das Beste. Er zahlt seinen Schaden selber, als wenn er sich bei der Polizei gemeldet hätte, weil wenn Kevin diese Dashcam-Aufnahmen eingereicht hätte, ich gehe davon aus, dass der Porsche-Fahrer dann erstmal zu Fuß geht. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch kein Fass aufgemacht, sondern ist einfach abgehauen. Naja, ich hoffe, dem Porsche-Fahrer, das ist meine objektive Meinung, kostet das richtig Geld. Weil das, was er da gemacht hat, war eine richtige A-Punkt-Aktion. Wir können froh sein, dass nicht weiter was passiert ist. Kevin, danke schön, dass du mir dieses Video eingesendet hast. Lasst gern einen Daumen nach oben da und einen netten Kommentar. Wenn ihr, wie gesagt, solche Videos habt, schreibt sie mir oder schreibt mir gerne bei Instagram eine Nachricht. Was ich faszinierend finde, nochmal, um das ganz, ganz am Anfang zu sagen, also da gibt es eine Berührung, man haut einfach ab. Und ich glaube, wenn jetzt die Polizei sich bei mir melden würde oder beim Kevin, und wollen das haben, weil das Kennzeichen ist ja zu sehen von dem Porsche. Und dann ist noch eine Fahrerflucht dabei. Dann gibt er doch definitiv den Lappen ab, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Danke, dass ihr dabei wart. Junge, schickt mir bitte mehr solche Videos. Es ist unfassbar, wenn man mal sieht, was andere so auf der Autobahn erleben. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und schont euch.